Vielen Dank. Wir erzählen euch heute was über den baulichen Schatten. Und zwar fangen Caro und ich an, euch was über die Auswirkungen von Schatten im Allgemeinen zu erzählen. Und dann stellen wir euch ein paar konkrete Beispiele vor, nämlich mit Verschattung an Gebäuden und Verschattung im Außenraum. Weil es sehr viele verschiedene Projekte sind, werden wir uns relativ kurz fassen und nur auf die wichtigsten Merkmale eingehen. Und im Anschluss werden euch dann Felix und Anna nochmal zu den einzelnen schattenspendenden Elementen ein bisschen mehr was erzählen. Genau. Genau, damit komme ich jetzt schon zu den Auswirkungen von Schatten. Erstmal sind Schatten da, wo kein Licht ist. Sie sind maßgeblich auf die Temperaturentwicklung oder Hitzeentwicklung natürlich relevant und können auch bei hohen Lichtintensitäten können natürlich Blendungen auftreten. Deswegen sind Schatten auch ein wichtiger Faktor für die Behaglichkeit. Insgesamt kann man aber auch noch zusätzliche Qualitäten bei den Schatten sehen, denn sie erzeugen auch interessante Räume durch Lichtspiel. Genau, und dann sind wir schon bei Verschattung an Gebäuden. Hier seht ihr den Palace of Assembly von Le Corbusier. Der steht in Indien, und zwar genau genommen in Chandigarh. Das ist eine sehr warme Region in der Nähe vom Himalaya. Und Corbusier hat sich hier verschiedener Hitzeregulierungselemente bedient, wie man hier vorne schon mal ganz schön sehen kann, ist ein großes Wasserbecken. Dadurch gibt es Verdunstungskälte, ein sehr, sehr großes, gebogenes Vordach, das hier die Eingangshalle verschattet. Aber besonders interessant sind hier an der Seite die Verschattungselemente für die einzelnen Büroräume. Und hier hat Corbusier nach sehr langwierigen Sonnenstandsstudien die sogenannten Bris de Soleil angebracht, die hier sowohl vertikal als auch horizontal verschatten und sowohl bei hoch als auch tief stehender Sonne dafür sorgen, dass auf die dahinterliegenden Glasflächen keine Sonne fällt, ohne halt dabei den Ausblick zu verhindern. Master City ist ein Projekt von Forster und Partner aus dem Jahr 2014 in Abu Dhabi. Das ist ein groß angelegtes Projekt, städtebauliches Projekt. Und zwar soll da eine Stadt entstehen, die komplett CO2-frei und auch komplett abfallfrei ist. Hier kombinieren sie sehr klassische arabische Elemente wie das Mashrabiya. Das ist so eine Art kunstvoll geschnitztes Holzgitter, was gerne vor Türen und Fenstern angebracht wird, nicht nur als Sonnen-, sondern auch als Sichtschutz, mit sehr modernen Materialien. Und dadurch, dass sie eigentlich komplett auf Brennstofffortbewegung verzichten wollen, haben sie versucht, möglichst kurze, gut verschattete Fußwege anzubieten, damit es für Fußgänger sehr attraktiv wird, sich in dieser Stadt weiter zu bewegen. Die Alba Towers von Eidas Architectos sind auch formal wieder von dem Mashrabiya inspiriert mit ihrer Formgebung. Hier hat man eine außenliegende Sonnenschutzkonstruktion mit Sonnensegeln, die sich automatisch öffnen und schließen lassen und damit bis zu 50% der Hitzeentwicklung im Innenraum verhindern können und damit kann zum Beispiel auf verspiegeltes Sonnenschutzglas verzichtet werden. Die Nationalbibliothek in Riad von Gerber Architekten ist aus dem Jahr 2015 und umschließt einen Bestandsbau. In diesem Bestandsbau befindet sich heute das Magazin der Bibliothek. Auch hier wurde sich wieder von klassischen Formen inspirieren lassen, und zwar von den orientalischen Zellstrukturen. Hier hat man eine vorgelagerte Textilfassade, die durch Stahlseilkonstruktionen befestigt ist. Das Institut du Monde Arabe in Paris von Jean Nouvel ist aus dem Jahr 1998. Auch hier wieder das Bild der Mashrabiya, ein sehr orientalisches Bild, aber auch modern interpretiert. Und zwar hat jedes einzelne Fenster hier 240 metallene Blenden, die je nach Sonneneinfall sich öffnen und schließen, um so die Hitze zu regulieren, die ins Gebäude trifft.
Die Maison à Bordeaux von OMA steht, wie der Name schon sagt, in Bordeaux. Es ist ein Wohnhaus und hier werden die Vorhänge nicht nur als raumbildende Elemente eingesetzt, sondern eben auch zur Verschattung. Hier hat man zum Beispiel im Erdgeschoss einen sehr transluzenten Vorhang, der auch Schatten bildet und trotzdem noch den Blick ins Freie lässt, wobei man oben einen sehr, sehr blickdichten Vorhang hat, der zum Beispiel auch verhindert, dass man ins Schlafzimmer schauen kann. Beide sind natürlich auch zur Verschattung gedacht. Das Bürogebäude Next Vegetables heißt es eigentlich von CC Architectos bildet zwei Innenhöfe aus, die den Mitarbeitern als Begegnungs- und Rückzugsort dienen sollen. Hier arbeiten sie halt nicht nur durch die Verschattung mit den angrenzenden Gebäuden, sondern auch noch durch eine zusätzliche Überdachung. Außerdem gibt es Wasserbecken, die Verdunstungskälte erzeugen und eine tropische Vegetation, die auch dazu beitragen, dass in diesen Innenhöfen ein sehr angenehmes Klima herrscht. Das ganze Gebäude steht im mexikanischen León, also auch einer sehr, sehr heißen Gegend. Das Social Housing Projekt in Salou in Spanien von Tony Giron besteht aus zwei Gebäudekomplexen mit jeweils 40 Wohneinheiten. Erschlossen ist das Ganze über einen Laubengang, der so ein bisschen von dem eigentlichen Baukörper abgerückt ist und in die einzelnen Wohnungen kommt man dann nur über eine kleine Brücke. Das ermöglicht dann nicht nur Blickbeziehungen über die einzelnen Etagen hinweg, sondern auch der dortige Mistralwind kann dadurch durch diese Luftbewegung zur Erfrischung beitragen. Außerdem haben sie hier eine Fassadenbegrünung geplant, die auch zur Verschattung beiträgt. Und an den einzelnen Balkonen haben wir die klassischen Brise de Soleil hier aus Holz ausgeführt. Genau, damit komme ich jetzt zur Verschattung im Außenraum. Das erste Projekt, was ich euch da zeigen möchte, sind die Sonnenschirme am Medina Haram vom Frei Otto. Und zwar pilgern jedes Jahr Millionen von Pilger zu der Moschee in Saudi-Arabien. Und im September 2010 wurden dann eben 250 Schirme dort installiert, um Schatten auf dem Platz davor zu spenden. Jeder Schirm hat eine Schirmfläche von 25 auf 25 Meter. Das ergibt dann insgesamt eine Fläche von 143.000 Quadratmeter. Und die ganzen Schirme sind eben in der Höhe von 15 Meter angebracht. In einem geschlossenen Zustand sind der Schirm und die Technik dann in einer Art Säule verborgen. Die außergewöhnlichen Anforderungen vor Ort haben eben ein schweres PTFE-Gewebe erfordert, was aufgrund der hohen Lichtintensität nicht in Reinweiß, sondern in einer Sandfarbe ausgeführt wurde, weil sonst die Blendung zu hoch gewesen wäre. Insgesamt reduziert sich die Umgebungstemperatur vor Ort dann um ca. 8 Grad. Damit komme ich jetzt zum zweiten Projekt. Der Dance Pavillon, auch von Frei Otto, der wurde zur Bundesgartenschau 1957 entworfen als Sonnen- und Regenschutz. Der wird nur im Sommer genutzt und eben im Winter wird er dann wieder abgebaut. Das ist ein radiales Sternwellenzelt, hat insgesamt 6 Hoch- und 6 Tiefpunkte und verschattet insgesamt auch circa eine Fläche von 1000 Quadratmeter. Früher ausgeführt mit einem Baumwollsegeltuch und später dann in der Renovierung 2001 durch ein PVC-beschichtetes Polyestergewebe ausgetauscht. Die Trauerhalle von Ron Schenkin steht an einem Ort, wo früher viele Obstplantagen in der israelischen Sharon-Ebene sich gefunden haben und heute erinnert eben nur noch dieses gewaltige, mehrfach geknickte Betondach daran. Im Westen und im Osten reicht dieser Pavillon bis auf den Boden. Im Westen gibt es da auch eine massive Steinwand, die eben das Licht direkt auffängt oder aufhält. Und getragen wird das Dach von 15 unterschiedlich hohen, weiß lackierten Stahlstützen, die sich dann nach oben hin verästeln, was eben auch auf diese Obstplantagen zurückgeführt ist. Im Norden und Süden ist es offen, da können dann die Angehörigen und Trauergäste immer eintreten. Damit komme ich jetzt zu den Timber Headquarters von MVRDV. Das ist ein klimaneutrales Gebäude in Russland in St. Petersburg, ist insgesamt 28 Meter hoch und wird von einem Wald aus 119 Holzsäulen getragen. Unter dem Gebäude befinden sich ein Park und ein Platz. Die Dachlandschaft ist mit Solarpanelen ausgestattet, die von der Dach-Solarpergola dann auch in die Fassade übergehen. Und die liefern eben auch reichlich Energie.
Die nächste Installation ist von den MAD-Architekten. Das wurde 2016 für die Milan Design Week installiert. Das ist ein Baldachin aus ETFE-Bändern in Verlaufsfarben, was eben die Farbtöne des Himmels im Verlauf des Tages widerspiegeln soll. Und das wird abends beleuchtet und damit wird eben der Innenhof auch zum Leben erweckt. Bei der Gallery of Shadows ging es dann darum, dass man die Kirche auch mit einer Stoffpergola, der einen Vorraum gegeben hat. Und auch hier wird mit Licht gespielt. Tagsüber wird der Gehweg eben eine Schwelle, beziehungsweise es wird auch ein Raum durch den Schatten erzeugt. Und nachts wird die Installation beleuchtet und weckt die Neugier, weil die Besucher eben auch ihre eigenen Schatten erzeugen können. Als nächstes Projekt der Eco-Pavillon von MMX. Das sind zwei miteinander verwobene Systeme von Seilen, die durch den Innenhof verlaufen und dadurch auch ganz neue Räume erzeugen. Die Räume verändern sich natürlich dann auch durch die ständigen, sich ändernden Sonnenstände und durch die Bewegung der Besucher. Als letztes Projekt dann noch der Solar Forest von Neville Mars, der eine Aufladestation für elektrische Autos geschaffen hat, in Form von diesen Solar Trees, die einerseits natürlich eine Quelle für nachhaltige Energie sind und gleichzeitig aber auch den Platz verschattet für die parkenden Autos. Genau, und damit würden wir jetzt dann auch weitergeben zu